So, dann kann es auch gleich weitergehen. Währenddessen zurück auf den Pokémon-Platz. Hehe, hey, ihr da. Warum seid ihr nicht unterwegs, um das Team von Kilian zu jagen? Du hast leicht reden. Das ist zu viel für uns. Das heißt, das Team von Kilian sei schon sehr weit weg. Wir könnten es jetzt höchstens bis zur Lapis-Höhle schaffen. Ich war auch an der Jagd beteiligt, aber sie flohen zum Feuerberg. Nichts in der Welt könnte mich dahin bringen. Und da habe ich ihre Spur verloren. Ich bin vom Typ Pflanze, wisst ihr? Feuer und ich, das geht gar nicht. Ich weiß nicht, was danach aus dem Team von Kilian wurde. Aber diese Flüchtigen, wenn man sich überlegt, dass sie ihr Leben auf dem Feuerberg riskieren, sind ziemlich zäh geworden. Da kann ich nicht mithalten. Was seid ihr doch für Weicher jetzt? Du bist ein richtiges Großmaul. Was ist mit deinem Team, Gengar? Ihr hängt hier auf dem Pokémon-Platz rum und lehnt euch zurück. Macht auch mal mit. Los mit euch. Haltet uns da raus, Kenge. Unsere Aufgabe ist es, vom Ende von Kilian zu erfahren und das weiterzugeben. Tse, spielst dich vielleicht auf. Ach du meine Güte, ach je, ach je. Militaris, was ist los? Kilian, Kilian ist. Ja, endlich, endlich sind wir Kilian los. Nein, im Gegenteil. Kilian ist zurück. Okay, was sagst du da? Hey, hey, da drüben. Kilian, Sie sind zurück. Hallo Leute, wir sind wieder zurück. Puh, endlich sind wir wieder hier. Wir waren sehr lange fort. Irgendwie weckt dieser Platz nostalgische Erinnerungen in mir, Kilian. Hey, Chrissy. Ach, du bist es, Gengar. Es ist ja eine Weile her. Was soll diese unverschämte Selbstsicherheit? Vielleicht. Gengar, alles, was du gesagt hast, war falsch. Kilian hatte gar nichts mit der Sache zu tun. Ihn traf keine Schuld. Was? Ist das wahr? Ja, wir haben Vulnona getroffen und nachgefragt. Kilian ist nicht der Mensch aus der Legende. Wir sind zurückgekommen, weil wir die Wahrheit herausgefunden haben. Moment mal. Man kann dir nicht trauen. Wenn du so eine Behauptung aufstellst, dann musst du das beweisen. Beweisen? Ganz genau, knallharte Beweise. Lass uns Beweise sehen. Na los, wird's bald. Beweise? Wir haben keine Beweise. Zu schade, dass du nichts beweisen kannst. Aber schön, dass du hergekommen bist. Schön blöd, das erleichtert uns die Arbeit. So, meine Pokémon, das ist eure Chance, Kilian loszuwerden. Was habt ihr denn? Wollt ihr Kilian nicht loswerden? Ich habe immer an Kilian geglaubt. Auf dich falle ich nicht herein. Ich bin draußen. Das Team von Kilian hat mich gerettet. Ich habe mich nur schweren Herzens an der Jagd beteiligt und nur weil du so darauf bestanden hast. Aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Kilian wirklich so böse sein soll. Ich habe auch genug gehört. Ich glaube Kilian. Ja, genau. Wer braucht Beweise? Leute. Extrablatt, Extrablatt, extra Neuigkeiten. Was ist das? Sieht aus wie eine Zeitung, nicht? Okay, ich lese es mal vor. Also, hier steht: Pokémon-Zeitung Extrablatt. Kilian unschuldig. Kilian traf Vulnona unter dem wachsamen Auge von Simsala und konnte beweisen, dass keine Verbindung zu dem Mensch aus der Legende besteht. Daraus ergibt sich, dass Gengars Behauptungen hinterhältig und böse Verleumdungen waren. Ende. Du Dreckiger.
nichts mehr weg von dir. Halt, du Lügner, du hast uns betrogen. Willkommen zurück. Ja, es tut gut, wieder hier zu sein. Wir sind zurück, wie versprochen. Ich bin so froh, dass Kilian nicht mehr unter Verdacht steht. Oh ja, das bin ich auch. Nun, müssen wir von niemandem mehr davonlaufen. Kilian, wir sind beide müde. Ich gehe und lege mich schlafen. Morgen rufen wir unser Retterteam wieder ins Leben zurück. Versuchen wir unser Bestes. So, am nächsten Morgen. Ja, da sind wir mal wieder zu Hause. In unserer guten alten Basis. Guten Morgen, Kilian. Hast du gut geschlafen? Sehr gut, wir können wieder als Retterteam arbeiten. Und wir kriegen endlich wieder Post. Sieh mal, Pilipe bringen uns bereits wieder Post. Versuchen wir unser Bestes, so wie wir es immer getan haben. So, was haben wir denn hier? Wir haben eine Mission im Stahlberg, eine im Finsterfrost und eine im Stillklamm. Und einen Brief von Pilipa. So, hey, super, dass du zurück bist. Ich bringe dir wieder die Post. Ich habe dich schon mit vollbepacktem Schnabel erwartet. Demnächst gibt es wieder jede Menge Post, also sei bereit. Okay. Den können wir dann mal lagern. Die nehmen wir alle mal mit. Einfach damit der Briefkasten ausgeleert ist. Wir haben 2500 Poke. Ja, dann können wir hier ja endlich mal wieder was kaufen. Wir haben ja eh nur noch drei Sachen, die wir nicht haben. So, und dann nehmen wir noch das Klüftplateau. So, und jetzt ist nur noch ein Partnerareal übrig, das wir nicht haben. Okay. Wir haben leider nicht genug Geld, um das letzte zu kaufen, aber egal. So, dann schauen wir mal. Was haben wir denn hier? Ja, da wir jetzt übrigens den Bronzerang haben, haben wir nicht nur die E-Missionen. Also, das kann ich hier mal kurz zeigen. Hier hinten steht ja immer so ein Buchstabe. Der Buchstabe ist der Rang einer Mission. Das geht von E über D, C, B, A, S. Und E-Missionen sind halt die kleinsten Missionen. D-Missionen sind schon ein bisschen anspruchsvoller. C wird es langsam ein bisschen happig. Bei B fängt es langsam an, ein bisschen schwierig zu werden. A sind schon sehr schwere Missionen. Und S-Missionen sind die allerschwersten. Man kriegt aber auch dementsprechend mehr Belohnung und mehr Punkte für schwierigere Missionen. Wir haben, ich glaube, ich habe eine Mission am Stillklamm, ja. Das heißt, wir könnten ja die beiden am Stillklamm machen. Der will eine Amrena-Beere. Und, Moment mal, das ist doch eine Escort-Mission, oder? Ja, das ist eine Escort-Mission, deswegen ist das eine C-Mission. Das heißt, wir machen mal unsere allererste Escort-Mission. Und schauen, wie gut wir da drin durchkommen. Ist es die Frage, nehmen wir Fliegi oder Don Marcy mit? Don Marcy hatten wir jetzt schon länger nicht mehr dabei. Allerdings ergänzt Fliegi uns typtechnisch ein bisschen besser. So. Aber erstmal wieder ins Kangama-Lager. So. Was haben wir denn? Da.
Wenn eine Arena-Beere müssen wir ja mitnehmen. Passivbeere haben wir 2 Stück. Belebers haben brauchen wir nur einen. Top-Elixier, okay. Wir könnten zwar theoretisch beide mitnehmen, da wir allerdings eine Escort-Mission machen, geht nur einer, weil wir einen Pokémon ja eskortieren müssen. Ich nehme mir Fliegi mit, der ist leveltechnisch auch besser für uns geeignet. So. So. Wir haben mittlerweile eine Menge neuer Dungeons, also die ganzen Dungeons sind, durch die wir durchgeflohen sind, können wir auch wieder aufsuchen. Also Lapishöhle, Feuerberg, Frostwald und den Klierberg. Wir gehen aber heute mal wieder zum Stillklamm. Der Klient Hutut schließt sich seinem Team an. So. Escort-Missionen. Die schwierigsten Missionen, die es in diesem Spiel gibt. Man muss nicht nur darauf aufpassen, dass man selber nicht abkratzt. Man muss auch schauen, dass der Klient dabei nicht verreckt. Das heißt, wir müssen dieses Hutut mit unserem Leben beschützen. Im Teddy Ursa. Und weiter geht's, Stillklamm U2. Du kommst nicht an meinen Klienten ran hier, Freundchen. Da kommt ein Hornbio von hinten. Moment, das muss ich jetzt direkt mal abfangen. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass er einen Schlag einstecken kann. Nein, kann er nicht. Na, das war der Beliebersamen. Der Grund, warum ich Escort-Missionen einfach hasse. Vor allem habe ich jetzt gerade voll das Glück, dass ich überhaupt keine Treppen finde, ne? Ah. Hallo, geht's noch? Ich will einmal treffen. Danke. Was du kannst, das kann ich schon lange. Nur viel besser. Na gut. Wo ist diese verdammte Treppe? Was haben diese Porentas gefressen, dass ich die nicht treffe? Das war ohne Witz. Ah, Treppe. Moment mal, wo muss ich die jetzt eigentlich hin? Ach, ich muss eine Amarena-Beere finden irgendwo. Okay. Ah, das heißt, ich darf die ganzen Dungeon auch noch schön erkunden, bis ich die Amarena-Beere finde. Hm,
Ich habe schon wieder kaum noch Attackenpunkte auf den Link-Attacken. Das ist ja mal wieder sehr schön. Was kommt davon, wenn die Hälfte der Attacken immer daneben geht? Und das war's mit Hut Hut. Der Grund, warum ich Escort-Missionen extrem schlimm finde. Ich hasse Escort-Missionen. Ja, hat uns ein paar Items vernichtet. Ja. Und morgen hier. Gestern hatten wir keinen Erfolg, da müssten wir uns heute besonders viel Mühe geben. Ja. Ich hasse Escort-Missionen, ich kann es nur noch mal wiederholen. Gibt nichts Schlimmeres. Was ist das hier? Ach. Das ist die... Kilian unschuldig, Teil 1. Er traf Vulnuna auf dem Klierberg. Vulnuna überzeugte, dass Kilian nicht der Mensch aus der Legende ist. Gengars Behauptungen haben sich damit als böswillige Lügen herausgestellt. Gengars empörter Kommentar dazu. Ja, das klingt nach Gengar. Was haben wir denn hier noch? Rettungsjobs annehmen. Also gut, das wissen wir doch auch schon, wie das geht. Das brauchen wir auch nicht mehr lesen. Finsterfrost, die 11. Ich hasse Escort-Missionen immer noch. Weißt du was? Weg damit. Ich hasse Escort-Missionen. Du kannst auch weg. Wir hatten zwei Missionen im Finsterfrost, die keine Escort-Missionen sind. Das ist zumindest schon mal etwas Gutes. Schauen wir mal, vielleicht finden wir ja noch ein bisschen mehr, was den Finsterforst angeht. Okay, merken wir uns gleich mal auf E8 Bilder einen Wechselorb gefunden haben. Das ist Klierberg. Oh. Und ich nehme jetzt einmal mal das komplette Team mit. Das heißt, Don Marci und Fliegi dürfen beide mit. Okay, so, jetzt ist die große Frage, wo ist... War das nicht hier? Ja, hier war's. Hallo Fliegi. Okay. Für den will ich jetzt aber trotzdem keine großartigen Items mitnehmen. Das geht jetzt auch so. Hoffe ich jetzt zumindest mal. Also, auf E8 müssen wir diesen komischen Wechselorb finden. Ach, da darf ich nur zu dritt rein, oder was? Oder ist das... Oder ist das auch eine Teil-Escort-Mission? Moment. Ich lasse dann Fliegi mal ganz kurz da. Dann darf der Don Marci auch mal wieder mit.